Im November 1918 haben die Kieler Matrosen die Segel gestrichen voll. Obwohl der Weltkrieg längst verloren ist, sollen sie zu einer letzten Seeschlacht auslaufen, der Ehre wegen. Eine Ehre, auf die sie pfeifen können. Gute Räterepublik ist teuer. Bereits im Frühjahr 1917 reist ein gewisser Lenin in einem plombierten Zug aus seinem Schweizer Exil nach Russland. Gewissermaßen als Geheimwaffe des Deutschen Kaiserreichs. Der Plan, Russland zu destabilisieren, ist erfolgreich. Vielleicht zu erfolgreich, denn 18 Monate später ist die Revolution zurück. Auch ohne Rückfahrtticket. Der deutsche Matrosenaufstand weitet sich zum Flächenbrand aus. In den Fabriken streiken die Arbeiterinnen. Überall bilden sich Soldatenräte nach russischem Vorbild. Der Kaiser liest von seiner Abdankung in der Zeitung. Die Revolutionäre machen nicht die Revolution. Die Revolutionäre sind diejenigen, die wissen, wann die Macht auf der Straße liegt und wann sie sie aufheben können. In München bückt sich ein Theaterkritiker nach der Macht. Wenige Stunden später sitzt er auf dem Stuhl des Ministerpräsidenten und ruft den Freistaat Bayern aus. Mit Kurt Eisner scheint für ein paar Wochen eine Utopie wahr zu werden. Die Räterepublik der Dichter und Denker. Die Revolution ist großartig. Alles andere ist Quark. Nach der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ist schnell klar, es läuft auf Quark hinaus. Auf demokratischen Quark. Im revolutionären Wettstreit zwischen Räterepublik und parlamentarischer Demokratie haben sich die Demokraten durchgesetzt. Bei der Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung dürfen erstmals auch Frauen wählen. Aber schon damals machen alternative Fakten Geschichte. Unverfroren behaupten die alten Eliten, sie seien im Felde nicht besiegt worden. Diese Dolchstoßlegende wird ein junger Gefreiter zu nutzen wissen. Ein Schnappschuss zeigt ihn bei der Beerdigung Kurt Eisners. Sein Name Adolf Hitler. Ist das Scheitern der Revolution bereits die Geburtsstunde des Nationalsozialismus?